Besonders wenn es draußen kalt ist, will man es drinnen schön warm haben, aber auch nicht unbedingt gleich das Geld beim Fenster rausheizen. Dazu ist es wichtig, dass das Zusammenspiel von Außen- und Innentemperatur gut aufeinander abgestimmt ist. Beginnen wir also beim Heizungsregler im Wohnzimmer. Grundsätzlich sind diese Regler voreingestellt vom Installateur. Trotzdem sollten sie nachjustiert werden können. Und der Installateur ist froh um die Informationen, dass es zum Beispiel in der Übergangszeit, also sprich bei plus 10 Grad zum Beispiel zu warm ist oder dass es bei minus 15 Grad zu kalt ist. Das wären diese Punkte, weil dann kann er die Heizkurve hier anpassen und eine ideale Heizkurve erstellen. Vor Beginn der Heizsaison bzw. auch während wäre ein Check durch den Installateur also sinnvoll. Dass die Wasserzirkulation im Heizkörper auch richtig funktioniert, sollte man diesen unbedingt entlüften und von Staub und Ablagerungen befreien. Heizkörper sollten auch nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt sein. Bei längeren Abwesenheiten sollen 12 Grad wegen des Frostschutzes nicht unterschritten werden. Grundsätzlich liegt die Temperatur, nämlich die empfohlene Raumtemperatur für Schlafräume, bei 17 Grad, in Wohnräumen bei 20 Grad. Zu bedenken ist allerdings auch, dass jedes weitere Plusgrad 6% mehr Energieverbrauch bedeutet. Grundsätzlich wird empfohlen, regelmäßig auch zu lüften, aber auch hier kann man so einiges falsch machen. Man unterschätzt es vielleicht etwas, weil das Lüften doch zwischen 10% und 20% der gesamten Gebäudeverluste ausmachen. Und ob jetzt 10% oder 20% macht, das ist natürlich eine Verdoppelung. Das heißt, es kommt darauf an, wie ich richtig lüfte. Ich soll nicht zu viel lüften, aber nicht zu wenig lüften. Und es ist eine kritische Zeit in der Übergangszeit, wo es draußen noch warm genug ist, wo man die Fenster gekippt hat und unter Umständen der Thermostatventil vom Heizkörper schon reagiert, der Heizkörper warm ist, das heißt die Heizung läuft und das Fenster offen ist. Das ist eine ganz schlechte Zeit. Im Hochwinter merkt man es mehr. Wenn es kalt wird, macht man automatisch zu. Trotzdem sollte man im Hochwinter das Dauerkippen vermeiden, auch in den weniger benutzten Räumen, weil sonst die Bausubstanz darunter leiden könnte. Es kühlen dann die Fensterecken aus, dort kommt es zu einem Beschlag drinnen und kann bis zu Schimmelpilz alles vorkommen. Um diesen Raum gezielt zu lüften, brauche ich bei einem gekippten Fenster ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, damit die Luft gänzlich ausgetauscht ist. Besser geht es, wenn die Tür ganz geöffnet ist oder das Fenster ganz geöffnet ist. Dann schaffe ich das in 4 bis 10 Minuten. Und noch besser ist es, eine Querlüftung zu machen. Das heißt, ich mache hinten und vorne auf und das Ganze ist in 2 bis 4 Minuten erledigt. Das ist die wirtschaftlichste Art und Weise, wie man im Winter lüften kann. Beim Lüften die Heizkörper abdrehen, um auch hier Energie zu sparen. Bei Fußbodenheizungen ist dies allerdings nicht unbedingt notwendig. Schon einfache Tipps helfen uns beim Energiesparen. Wir wissen, dass 1 Grad Raumtemperatur ungefähr 6% Energie spart. Wir können aber auch unsere Häuser gut bauen oder gut sanieren und somit die Heizperiode verkürzen. In diesem Haus konkret ist die Heizperiode um ca. 6 Wochen verkürzt. Und das ist für uns eigentlich ein wertvoller Beitrag in Richtung Erfüllung unserer Klimaziele. Alle Informationen finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Website, genauso wie die Kontaktdaten der Energieberatung der Salzburg AG.